Und da liegen auch noch ein Leichen. Hilfe, 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 Hilfe. Kann ich speichern? Nein, kann ich nicht. Die verfolgen mich immer noch. Ah! Well. Wo war denn die Grabstätte des Helden jetzt eigentlich? Da wollte ich eigentlich auch noch hin. Okay, jetzt können wir erstmal speichern. So. Okay, wir müssen die Grabstätte des Helden finden. Oder die letzte Schlacht des Helden. Da gibt es bestimmt was auch mega cooles zu looten. Ich weiß, es ist nicht vielleicht so, wie man das hier gerade macht. Aber es hat den Vorteil, wir kriegen einiges an Loot. Und ich hoffe immer noch, dass wir irgendeine mega geile Waffe finden, die wir auch benutzen können. Die es uns ein bisschen einfacher macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil sonst ist es irgendwie so, ja. Gott, stell dir mal vor, wir könnten so gut jagen hier, dass wir das alles töten können. So. Das letzte Gefecht des Helden. So, Stoßpistole 2.0. Stoßpistole, ja, Stoßpistole 2.0. Übrigens genau das, was ich meinte. Verdammt großer Held. Anti-Rapti aufheben. Triple-Klinge MK2. Okay, da hat er echt lange gekämpft hier. Anti-Rapti, 689 Schaden pro Sekunde. Okay. Was haben wir hier? Triple-Klinge, 180 Schaden. Okay. Nächste Schrotflinte. So, aber genau das meinte ich nämlich. Ich glaube, dem ist die Munition einfach ausgegangen, weil er hier alle platt gemacht hat. Aber genau das meinte ich vorhin. Wenn man hier durchläuft, findet man bestimmt irgendwelche coolen Waffen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit diesen tollen Dingen hier ein bisschen für Ausgleich sorgen können. Jetzt müssen wir bloß noch Raptoiden oder irgendwas finden. Das sollte normalerweise nicht so einfach sein, aber jetzt, wo wir Gegner brauchen, jetzt finden wir keine mehr. Schön. So, das können wir eben hacken. Da haben wir genügend. So, tatatatam. Das Lustige ist, solche Spiele sind meistens, bieten meistens sowas. Du hast eine Open World, du kannst überall rumlaufen und meistens findet man vielleicht irgendwas. So, jetzt guck mal, geht das? Ach du Schande, guck mal, wie da den... Okay. Also prinzipiell geht das ganz gut. So, verkrüppeln. Ja, okay. Ich müsste übrigens mal die Dingens einfach nutzen dann. So. So, okay. Klack, in your face.
sind die denn? So, okay. Komm zu Papa. Also ich würde sagen, das läuft doch jetzt ganz gut. So, wir sind gerade echt an dem Punkt, wo das relativ gut funktioniert. Ach ja, jetzt macht das Spiel Spaß. So, jetzt macht das hier durchlaufen auch Spaß. Wir sind zwar noch nicht hundertprozentig geschützt gegen das Ganze, weil die Angriffe noch relativ krass sind. Aber, was wir schon mal tun können, ist uns einfach besser verteidigen. Also wir können entspannter durch das ganze Gebiet hier durchlaufen. So. Der kann gerade schon weit springen. So. Aber Antiraptiton? Geile Waffe. Ach ja. Es ist auf der einen Seite extrem schade, dass Spiele immer berechenbar sind. Auf der anderen Seite macht es aber unfassbar viel Spaß. Weil du dann auch wirklich schweres Maschinengewehr. Echt? Oh. So. So. Was sind die denn? Achso, der war gar nicht tot. Das ist ja doof. Na komm her, so. Raptidons. Und vor allem, wir finden hier so viel Munition, weil hier so viele Leichen rumliegen von den ganzen Soldaten, dass das alles relativ easy ist dann. So, jetzt würde ich aber mal probieren. Ich will mal die Mantikönigin probieren. Kann ich die jetzt damit auch platt machen? Naja. Oh, verdammt. Ich hätte vorher nachladen sollen. So. Was ist das denn für ein Viech? Mantischwarm. Okay. Gut. Wir kriegen auch Mantikönigin jetzt platt. Nein. Das Nachladen dauert recht lange. So, aber wie man sieht, das geht echt gut. Jetzt immer eine Frage. Das kleine Kanönchen hier, ne? Wie gut macht sich die denn eigentlich? Weil die macht ja auch asozial viel Schaden jetzt. Ich weiß. Darum heile ich mich auch gerade. Bin Profi. Okay. Also gut, die kleine Knarre geht auch. Okay, fairerweise muss man sagen, das ist ein bisschen absurd jetzt, weil wir echt wirklich stark sind jetzt. Aber hey. Hat sich gelohnt. Ich will dazu im Ding jetzt senden. Ich will die Königin jetzt platt machen. Ich versuche einfach mal so ein paar Strategien jetzt auszuprobieren. Ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, verstümmeln.
Okay, die Finger sind jetzt kein Problem. Okay. Der Schwarm feuert. Oder? Wow! Aber oh, da ist die Chimäre. Ups. Was feuert denn hier? Ach, die schon blöde Larve. Ist da noch irgendwo ein. Da ist so ein Schwamm noch hier. So. Wo ist jetzt die ganzen. Wo ist das Loot? Man weiß es nicht. Manti-Königin. Manti-Larve. Okay. So. Ist die Chimäre jetzt da unten? Oh, cool. Aus irgendeinem Grund war die Chimäre... Wir konnten vorhin ja alles ganz entspannt looten, weil aus irgendeinem Grund war die Chimäre nicht da. So. Die war vorhin aus irgendeinem Grund nicht da. Die hat irgendwie. Entweder war die nicht geladen. Also, entweder war die vorhin nicht geladen, als wir hier drin waren. Weil wir hier ganz entspannt nämlich looten konnten. Oder dadurch, dass ich drin so viel Krach gemacht habe, ist die hochgelaufen und kam nicht mehr zurück. Man weiß es nicht. Weil ich glaube, man hätte nicht so viel Zeit gehabt, normalerweise sich hier umzugucken und alles einzusammeln. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Das macht das Ganze echt viel, viel einfacher. Eine Mega-Manti-Königin. Jetzt wird es langsam absurd, meint er nicht auch? So. Das Tolle ist, wenn wir Gegner ja platt machen, kriegen wir Leben zurück. Aha! Was für ein geiler Skillpunkt. Ich bin so stolz auf mich, dass ich den genommen habe. Und jetzt sterbe ich gerade. Ah! Können wir mal nachladen, bitte? Danke. So. Zum Glück ist sie so langsam. Wow. So. Ich muss den Schwarm platt machen. Auf Leben. So. Nein! Ich häng fest! Nein, das gibt's nicht! Ich habe aus Versehen F gedrückt. Das war aus Versehen. Ich wollte das gar nicht drücken. So. So. So.
Na komm her. Ah! Ich bin am Dauerbrennen, ist noch nicht gut. Toll. So. Blöde Mega-Mantikönigin. Stirb, stirb, stirb! Ha. Na, geht doch. Na gut. Es lief nicht ganz so gut wie geplant, aber wir haben gewonnen. Das ist alles, was zählt. Ich habe ganz schön viel Munition verballert jetzt bis hier. So, ausgebeulter Niedrigdruckhelm. Schön. So, da hinten haben wir... Ach nee, hier, guck mal, da sind noch Dinge hier. Da sind ja noch Kistchen. So, einmal speichern. Wir haben die Megakönigin auch tot. Kann ich hier zufällig... So, Schrott verkaufen. Ah ja, so viel Schrott hat man gar nicht dabei. So. Aber ich finde das insgesamt tatsächlich echt cool, muss ich sagen. Okay, der ist in die Flucht geschlagen, finde ich gut. Weil das Coole ist jetzt, wir können unfassbar viel auch an Erfahrungspunkten jetzt sammeln. Weil wir uns vor den Gegnern in keinster Weise mehr verstecken müssen. Ist das... Ein MSI-Soldat. Sehr gut. Also das macht also MSI, wenn sie nicht gerade Motherboards oder Grafikkarten bauen, dann stellen sie Soldaten und versuchen hier die Fauna zu verteidigen. Finde ich gut. Ist mal was anderes. Hat MSI ein sehr breites Geschäftsfeld, muss ich sagen. So. Mondfroh. Schön, so eine blöde Mega-Manti-Königin. So. Oh, die haben sich gegenseitig gekillt, glaube ich. Beziehungsweise sie hat ihrem Gefolge, glaube ich, Schaden gemacht. Och, ich komme da gar nicht durch. Das ist ja doof. So. Ist nur irgendwo ein... Ach komm! Ich hab's nicht gesehen, dass die das Spucken anfängt. Furchtbar. So. So. Ach, es lebt gar keiner mehr von meinen Leuten. Die sind... Wow! Mal wieder alle tot. So.
Da muss nur rechtzeitig ausweichen. Und sich rechtzeitig heilen. Au. Habe ich hier nachgeladen? Ja. So. Greg. So. Okay, so. Haben wir wieder hochgeheilt. Ich wollte bloß die kleinen Viecher platt machen, dass ich die Lebenspunkte wieder kriege. Wow! Nein! Ach komm! Wieso habe ich jetzt eigentlich so ein Problem, diese blöde Dingens platt zu machen? Verstehe ich nicht. Ging doch vorhin auch deutlich einfacher. So. Also entweder bin ich zu leichtsinnig geworden gerade oder... Oder die kriegen einfach immer mehr Panzerung, die Viecher. Ich habe keine Ahnung. Achso. Darf ich betonen, dass ich gleich ausflippe? So, verkrüppeln. So. Also entweder mache ich gerade weniger Damage. Wow. Was ich mir nicht vorstellen kann. Oder die ist deutlich stärker. So. Hier ist nämlich ausgewichen. Muss echt nur ein bisschen aufpassen hier. Das gibt es nicht, ich hab sowas gehabt. Ah! Ich flipp aus, echt. 5 Stunden später lebt das blöde Mist für immer noch. So.
Stirb, stirb, stirb! Ich muss mehr Zeitdilatation benutzen. So. Und besser aufpassen, wo ich bin. Ja. So, gar nicht mehr so lange aufhalten mit Waffe nachladen. Ist, glaube ich, der eigentliche Trick. Wenn du zu lange wartest mit Waffen nachladen, dann ist es echt bescheuert. Also wie in jedem Shooter auch, anstatt nachladen, einfach Waffe wechseln. Geht oft schneller. So, hat sich das jetzt gelohnt hier, was ich jetzt gemacht habe, ja? MSI-Soldat, naja. Naja. Nicht wirklich. Hat sie nicht. Oh, warte mal, hinten ist noch was. Schwere Munition, Energie, bla bla bla. Hatte ich nicht irgendeine coole Waffe jetzt noch gelootet da? War da nicht irgendwas drin? Ich habe es zu spät gesehen, dass da eine Waffe drin war. 168, nö. Das sind bloß diese komischen Hellebarden, Betäubungsstock. Nö, war nix dran. Okay. Ja, gut. Also, wir haben die alle platt gemacht. Ist aber Monarch. Cascadia, Fallbrook, Amberhades, Stellar Bay. Was ist das da unten für ein Viech? Plünderer-Speer. Oh. So. Gut, okay. Ich gebe es zu, das lief nicht ganz so gut. So, mal das. Die haben so hässliche Korrosionswaffen auch. Ist ja furchtbar. Ich bin der einzige Korrosionswaffen haben darf. So. Gut, das war jetzt nicht ganz so prickelnd, ich gebe es zu. Ich wollte eigentlich einfach Munition sparen. Und ich finde, die kleine Waffe ist irgendwie handlicher. So, vor allem lädt die auch schneller nach, tatsächlich. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich laufe einfach querbeet durch hier gerade, ne? Ist euch ja bewusst. So, Schrottrobotereinheit. Wow. So.
So. Ta-ta-ta-ta-tam. Wo ist denn der Roboter? Da. Mist. So, was? Heps, du hast so ein komisches Surren, das im Hintergrund ständig läuft. Was für ein Surren? Wow. Toll. Klingt statisch. Aha. Kann es sein, dass das vom Spiel kommt? Ich weiß es nicht. Also ich höre mir nichts. Toll. Kann es sein, als du im Ladenscreen warst, war kein Surren da. Interesting. So. Okay. Ich finde das cool mit diesen Angriffen. So. Take cover! So. So. Plünderer Hooligan. So, das war's mit ihm. Ciao. Hat ja nur 20.000 Jahre gedauert, bis alle tot waren, aber sie sind tot. Hier fehlt das Loot. Ist es jetzt immer noch Kupuro oder ist es jetzt weg? Das einzige Surren, was es vielleicht noch sein kann, ist der Rechner wegen den Ventilatoren und so weiter, weil ich da was am Dingens geändert habe. Aber das müsste, wenn dann dauerhaft schon da sein. Weil das jetzt eigentlich statisch ist, das Ganze.